Hallo Hundesportfreunde, wir sind heute bei der Zuchtstätte von Kulmbach und wenn ihr wissen wollt, welche Rassen hier gezüchtet werden und welche Hundesportarten hier ausgeübt werden, dann bleibt dran. Wir sind heute in Ibrechtsdorf bei der Vizepräsidentin des österreichischen Rassehundevereines, Tamara Schaffer. Hallo Tamara. Hallo Michi, freut mich, dass Sie da sind. Danke. Tamara, wie kam es zum Namen vom Kulmbach? Das ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Ich habe ja zugeschnittenen Namen Kulmbach von meinem Sportmann Schaffer übernommen. Ja. Und der Kurt hatte überhaupt keine Beziehung zu diesem Namen vom Kulmbach. Er hat weder wo gelebt, wo ein Kulmbach floss, noch hat er irgendwelche sonstigen Beziehungen zu diesem Namen. Das Ganze ist tatsächlich gekommen, dass er damals angemeldet hat. Das ist ja so, man muss 3 Vorschläge einreichen. Und so kam es, dass dieser Zwingername vom Kulmbach international über die FC geschützt wurde für meinen Mann, den Kurt Schaffer. Und der hat ihn sich dann behalten und deshalb stehe ich heute hier und züchte voller Stolz vom Kulmbach. Ihr habt ja jetzt mehr als nur eine Rasse, die ihr züchtet. Welche Rassen züchtet ihr? Jetzt ist es so, schon seit Jahren, dass wir züchten deutsche Schäferhunde. Wir haben ja auch SV-Richter, SPÖ-Richter, Gebrauchshunderichter, FC-Richter, belgische Schäferhunde, der Varietät Malinois und Labrador Retriever. Die Labrador Retriever noch am kürzesten. Die haben wir jetzt seit 5 Jahren dabei, gefallen mir aber irrsinnig gut. Auf welche Sachen legt ihr dann besonderen Wert in der Zucht? Das kann ich ganz, ganz klar beantworten. Wir haben respektive Pferde, Figur oder ich lege ganz besonders großen Wert auf Gesundheit. Wenn ich einen Hund vermittle, wenn ich einen Hund verkaufe, dann möchte ich vor allem eins, dann möchte ich, dass dieser Hund seinem Besitzer Freude macht, seinen Besitzer lange gesund begleitet. Das steht in meiner Wahrnehmung als Züchter. Du hast ja kleine Labratiere hier. Schauen wir mal zu denen, oder? Würde mich freuen. Schau mal los. Auf geht's. So, Tamara, jetzt sind wir bei deinen Welpen. Ja. Wie alt sind die jetzt? Die sind jetzt 7,5 Wochen. Das heißt, nicht mehr lang und sie dürfen ausziehen. Okay. Gibt es da gewisse Voraussetzungen, dass man bei dir einen Welpen kriegt? Ja, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, und ich denke, das ist bei jedem Züchter so, ist einfach die Sympathie. Mir muss jemand sympathisch sein, ich muss da ein gutes Gefühl haben. Man kann ja nie reinschauen in jemanden, aber wenn jemand von Anfang an schon suspekt ist, dann werde ich dort natürlich keinen Welpen hingeben, denn wie jeder Züchter möchte ich die besten Plätze für meine Hunde und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass denen gut geht. Dass die Leute auch wissen, die können jederzeit zu mir zurück, wenn irgendwas passiert. Die werden nie im Tierheim landen. Die haben immer Platz. Am besten wäre natürlich, es bleibt dort, wo ihre Besitzer sind. Schlimmstenfalls kommen sie zu mir zurück. Tamara, aus welcher Verpaarung stammen die Welpen? Diese aktuellen Welpen stammen jetzt vom Elderwood Masterpiece, genannt Shadow, und meiner eigenen Hündin Adamant Kilani von Kulmbach. Wie der Name schon sagt, ist die Hündin hier zur Welt gekommen und das freut mich natürlich ganz besonders, wenn ein Hund bei uns bleibt und sich der dann auch so vielversprechend zeigt und entwickelt, dass ich sage, ja, der hat für mich das Potenzial in die Zucht zu gehen und wenn dann ein Wurf nach diesem Hund hier im Haus liegt, ist das ganz besonders schön und freut mich natürlich nochmal ein bisschen mehr, wenn es da weitergeht. Und haben beide Elterntiere Kulfungen? Ja. Elderwood Masterpiece, dieser Shadow, ist ganz ein toller Rüde. Nachdem fiel auch schon unser B-Wurf bei den Labradoren. Und der hat mich absolut überzeugt und auch den Kurt, und es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass wir den nehmen für die Kilani. Der hat jede Menge Prüfungen. Er hat sich bewiesen im Dummy-Bereich, er hat sich bewiesen im Working-Test, im Field-Trial-Bereich, im jagdlichen Einsatz. Also, das ist ein Hund, der sicher mit den meisten Ausbildungskennzeichen hat.
zu dem Schäfer. Sehr gut. Boah, hier wird ganz schön schwarz, wie das so gern sein. So Tamara, wir sind jetzt bei deinen deutschen Schäferhunden. Wen haben wir da? So, wir haben da die Sitter, die Di und den Boss. Zwei Hündinnen und einen Rüden. Von 7 Monate bis zu 8,5 Jahre. Okay. Und was macht jetzt für dich einen deutschen Schäferhund aus? Ja, für mich ist der deutsche Schäferhund ein Allrounder. Ein Partner im Alltag, in der Familie. Genauso ein ganz toller Kompagnon im Sport. Und ganz, ganz viele Sportarten. Wurden mit euren Schäferhunden Erfolge erzielt? Ich möchte mich da jetzt nicht mit den Federn schmücken. Das war eigentlich ein Kurzzeitverdienst. Er hat ja Drogenbach so lange gezüchtet. Ich weiß nur, wir hatten Hunde bei den Rettungshunden, bei der Leistungssiegerprüfung, wir hatten Hunde im IGB, im Schutzdienstbereich, wie Qualis, bei der Bundesmeisterschaft. Wir haben Hunde im Dienst. Wir haben zum Beispiel Diensthunde in Amerika, in den USA, aber auch in Thailand haben wir zwei. In der Schweiz, im Iwurf einen Rüden. Also da sind sie ganz, ganz fleißig und tüchtig am Werk. Wir haben Hunde, die im Fährtenbereich richtig toll sind. Der Kurt hat mir mal erzählt, es gab eine Hündin vom Drogenbach, ich weiß allerdings nicht mehr aus welchem Wurf, die war im Agility-Bereich, sehr erfolgreich, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht mit den Federn schmücken, weil da war ich noch nicht beteiligt. Ja, aber die Gene sind ja da. Die sind da. Tamara, in welchen Sparten fühlst du dich zu Hause beim Hundesport? Also da bin ich sehr breit aufgestellt tatsächlich. Mein Herz schlägt sicherlich für den Schutzdienst, für den IGB-Sport. Ich habe aber auch wahnsinnige Freude an der Retrieverarbeit, an Working-Tests, Dummy-Trials. Ich bin meine Labrador-Retriever, das jagt sich aus. Mir gefällt der Fährtenhundesport unglaublich gut. Mit der Sitter, mit dieser älteren Schäferhündin, habe ich jetzt angefangen, Rallye-Obedience zu machen. Meine Hunde machen auch alle Stöbern. Ich bin mit meiner Labrador-Hündin Leistungssiegerin geworden, bei der ersten Stöber. Gratuliere. Leistungssiegerprüfung, danke sehr. Auch den BGH-Sport finde ich unglaublich interessant, weil er einfach uns alle zusammenbringt. Als Basisunterordnung sozusagen. Ich habe damals die Mali-Hündin geführt und bin mit der Spitzeleistungssieger geworden in der BGH3 Leistungssiegerprüfung. Und kann eigentlich jedem Hundesport etwas abgewinnen. Was ich schon gelernt habe, jeder Hundesport hat seine Tücken und jeder hat seine Freuden. Tamara, jetzt würde mich noch interessieren, welche Ziele du dir noch gesteckt hast, egal in der Zucht oder im Hundesport. Ich möchte unglaublich gern mit meinem schwarzen Schäferhundrüden die IGB 3 machen. In züchterischer Hinsicht möchte ich einfach am Ball bleiben, mich weiterentwickeln, weiterhin tolle Welpen züchten und meine Welpenkäufer dazu motivieren, die Hunde zu zeigen, die Hunde auszubilden und mit meiner Nachzucht dann bei Turnieren an den Start zu gehen. Ich bedanke mich für das tolle Interview und es hat uns sehr gefreut, dass wir deine Hunde sehen durften und vor allem die Welpen und hoffen bald wieder von dir zu hören. Ich bedanke mich für euren Besuch, war toll. Ich hoffe, der erste Teil dieser Serie hat euch gefallen und uns würde es mega freuen, wenn ihr uns ein Like oder ein Abo da lasst. Außerdem könnt ihr euch auch dieses Video oder dieses Video anschauen
euer Michi von Hundesport.